Hallo, herzlich willkommen zur Sequenz Masern. Und es soll hier dabei um Folgendes gehen, nämlich dass wir uns ein diskretes Modell anschauen, das immer wieder erneute Peaks hat in zeitlichen Abständen. Ich habe hier von einem Kollegen einen Hinweis zu diesem kleinen Joke gekriegt von Widmer. Und sich das anschauen. Es ist eben häufig so, dass man zum Beispiel jetzt hier, wie wir das machen, anhand von Masern oder so, dieses Auf und Ab erleben, dass die Zahl der Fälle abnimmt und dann fast zu verschwinden scheint und dann wieder peakartig auftaucht. Es soll jetzt darum gehen, im Modell zu schauen, wie oder welche Parameter sowas bewirken können. Sehen da, ich habe hier noch einen Ausschnitt aus Zeitung vor ein paar Jahren kopiert und das soll so auch ein bisschen als Einstiegshilfe ins Thema gelten, dass hier diese Modelle angeschaut werden. Das ist aus einer Ärztezeitung und die hat eben sich da mit dem Thema beschäftigt, mit so Masernepidemien, die so peakartig auftreten und auch immer wieder vorkommen, also auch wenn man wieder mal keine Masern für eine gewisse Zeit lang hat, dass man plötzlich so wie epidemieartig sich das Ganze wiederholt. Und es soll jetzt mal eben darum gehen, dass man ein Modell anschaut, das diese Periodizität und diese Peaks repräsentiert. Sie sehen, ich habe das hier umgesetzt. Das Modell kurz, also das ist so die, ja, so ein bekanntes Modell, das man braucht, um solche Epidemien darzustellen. Man hat eine Population, die man fürs Modell grob in drei Gruppen klassifiziert: empfänglich, infiziert, immun. Dann geht man jetzt beim einfachsten Modell geht man dann davon aus, dass die Immunen nicht mehr rückfällig werden können, also die sind dann wirklich lebenslang immun. Die Empfänglichen, die werden mit einer gewissen Rate infiziert, oder? Das hängt natürlich davon ab, wie viele Begegnungen es da zwischen Empfänglichen und Infizierten gibt. Das moderiert man häufig mit dem Produkt der beiden Gruppen und dann ist man für, weiß nicht, eine Woche oder zwei ist man infiziert und dann geht man automatisch zu den Immunen über. Das kann natürlich sein, dass man da das Modell weiter verfeinern kann. Wir machen das auch in ein, zwei Erweiterungen machen wir dann noch. Aber jetzt soll es mal hier wirklich nur um dieses im Englischen häufig als SIR bezeichnete Modell gehen. SIR heißt susceptible für die Empfänglichen, dann infected, infiziert und recovered für die erholten Immunen. Okay, jetzt also zur Sache. Ich habe mal dieses SIR-Modell laufen lassen und jetzt, was vielleicht anders ist als bei anderen Modellen, die Sie gesehen haben. Ich habe da so ein stetes Zunehmen von Immunen. Das ist, weil ich da das Modell so gemacht habe, dass ich Nachschub liefere. Also wenn wir uns da die Differenzengleichungen uns anschauen, die Is, die Infected, die nehmen im Zeitschritt jeweils um eine gewisse Rate F zu, die können Sie hier sehen, eine gewisse Rate F zu, die hängt eben davon ab, wie viele sich begegnen, das modelliert man mit I mal E, also die Infizierten mal die Empfänglichen und dann eben davon eine gewisse Proportion. Dann die Empfänglichen, die nehmen mit der Zeit um diese Rate der Neuinfizierten ab, Sie sehen das hier, ist E zur Zeit N ist minus F mal E, N mal IN, also diese die neuen Infizierten, oder die gehen quasi den Empfänglichen verloren. Und das habe ich hier noch zusätzlich, das ist vielleicht für ein einfaches SIR-Modell nicht üblich, seine Geburtenrate B angehängt, dass quasi neue Empfängliche jeweils dazukommen. So, und wenn man das eben da mal laufen lässt für ein paar Tage, dann sieht man folgende Grafik, nämlich, dass man wie so kleine Peaks hat, so Epidemien-Peaks, ja, die sich in gewissen Zeitabständen wiederholen. Gut, soll jetzt darum gehen,
einmal zu schauen, ja, was macht denn diese Peaks aus? Ja, wieso können die, also wie können die zum Beispiel größer werden? Welche Parameter ist dafür verantwortlich? Das ist eben noch lustig, da findet man einen Zusammenhang, den man zuerst vielleicht nicht unbedingt vermutet. Komme gleich darauf zu sprechen, zuerst noch kurz diese Grafik, die zeigt einfach, dass diese Periodizität, oder dass sich das immer wieder wiederholen kann, diese Ausbrüche. Gut, jetzt gehen wir da zum Kern der Sache, ist etwas weiter unten. Ich habe jetzt hier mal nur die Geburtenrate geändert und die anderen Parameter sein lassen, also wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man infiziert wird, etc. Und da kann man eben sehen, dass die Geburtenrate, die hat einen großen Einfluss auf die Periodizität und die Höhe dieser periodischen Peaks. Sie sehen hier ein Beispiel für 120 Geburten. Ich habe hier die Zeiteinheit Woche genommen, das kann natürlich auch was anderes sein. Für 120 ist ein Peak etwa bei 600. Peakabstand, ja, 120 Tage, sowas. Gut, das wären die für 250 Tage. Die Überschrift ist nicht. So, und dann habe ich die Geburtenrate verdreifacht. Und Sie sehen, dass ja auch das mit den Peaks passiert ist. Also ich bin von 120 Neugeborenen auf 360 gegangen und jetzt sind die Peaks deutlich höher. Und sie erfolgen auch in kürzeren Zeitabständen. Oder? Jetzt haben wir vielleicht 60 Tage dazwischen. Vorhin waren es 120, also vielleicht die Hälfte der Tage dazwischen. Gut. Mal also jetzt ohne analytisch da das Ganze anzugehen, einfach mal die Beobachtung, dass alleine die Geburtenrate diese Epidemien häufiger und stärker machen kann. Kann man sich eben vielleicht zum Beispiel überlegen, dass man, wenn man vielleicht vermuten würde, ja, die hygienischen Bedingungen haben, können eine große Rolle spielen oder sowas, dass es vielleicht nicht unbedingt sein muss, dass eben allein die Geburtenrate hier schon einen starken Einfluss haben kann. Gut, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.